seht, gibt es heute einen klassischen Dip aus meiner Heimat, aus Rheinhessen. Ihr erkennt ganz sicher, dass es ein Spundekäse ist. Wenn er so leicht rötlich schimmert, das kommt vom Paprikapulver. Also das ist ein absolutes Muss bei jedem Spundekäse-Rezept. Für mein Rezept braucht ihr 500 Gramm Quark. Ich benutze dazu immer ein Päckchen 20%igen und ein Päckchen 40%igen Quark. Dazu ein Päckchen, also 200 Gramm Schmand. Ein halbes Päckchen, ca. 100 ml Schlagsahne, etwa 50 Gramm Butter und dann wird das Ganze noch gewürzt mit Knoblauch, Zwiebeln nach Geschmack, Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Nicht das Scharfe. Im Grunde genommen wird alles zusammengemischt und fertig ist der Spundekäse. Kommen wir erstmal zu den Vorarbeiten. Ich schäle die Zwiebeln. Ich nehme ganz gerne Schalotten. Die geben dem Ganzen noch eine schöne Farbe und sind nicht so scharf. Wie viel ihr nehmt, ist Geschmackssache. Und schäle auch gleich noch meinen Knoblauch. Den Knoblauch reibe ich. Könnt ihr aber auch durch eine Knoblauchpresse geben. Jetzt schneide ich die Zwiebel ganz fein. Und nun mischen wir alles zusammen. Erst Butter, Quark und Schmand mit der Sahne. Ich habe nachgelesen, dass der Spundekäse eigentlich auf Frischkäse basiert. Ich mag ihn lieber mit Quark und eben auch noch für die Festigkeit mit etwas Butter. Ich habe es mir jetzt einfach gemacht und nehme das Handrührgerät. In den traditionellen Rezepten wird nur mit Löffel oder Schneebesen gerührt. Das liegt nicht nur daran, dass man damals noch nicht das Handrührgerät hatte, sondern eben auch, dass es, wenn man zu lange damit rührt, der Spundekäse matschig wird und der soll ein bisschen seine Form behalten. Jetzt gebe ich meinen Knoblauch dazu und die Zwiebelchen und rühre dann nicht mehr mit dem Handrührgerät. Bis hierhin ist es ein leckerer Quarkdip und erst wenn ich das Paprikapulver dazu gebe, wird es zu einem Spundekäse. Das macht ihr dann nach Gefühl und nach Farbe. Mit Paprikapulver müsst ihr im Übrigen nicht sparen. Das gibt die wunderschöne Farbe und auch den typischen Geschmack. Traditionell wird der Spundekäse zu Laugengebäck oder kleinen Pretzelchen gegessen und natürlich wird ein Glas Wein bei uns dazu getrunken. Ihr habt aber gesehen, es ist eine riesengroße Menge. Sascha hat zur Fasnacht schon einmal seine Version von dem Spundekäse-Rezept vorgestellt. Das findet ihr hier oben. Bis bald!